Ja, hallo meine lieben Freunde der vernetzten Regionalentwicklung. Wir sind hier heute also in Fischbach und hier gibt es ein Gebäude, das heißt Thüringenbaude. Ja, das ist noch ein Gebäude aus dieser Zeit, als dieses Land noch Deutsche Demokratische Republik hieß, ne? Und nachdem dieses Land seinen Namen gewechselt hat in Bundesrepublik Deutschland, gibt es also für diese Thüringenbaude keine richtige Verwendung mehr, ne? Das ist eigentlich ein baulich vollkommen intaktes Gebäude. Und es stand vor wenigen Wochen erstmal in der Zeitung, dass die Gemeinde sich mit dem Gedanken trägt, das Gebäude abzureißen, um Platz zu machen für ein Bürgerhaus oder sowas. Ne? Da muss man sich mal diesen ökonomischen Unsinn ausdenken. Ne? Man reißt ein intaktes Gebäude ab, wenn das auch nach 1990 viel Geld geflossen ist, um danach wieder einen Neubau zu errichten. Ne? Muss also sich mal Gedanken machen, welche Interessen da eigentlich seitens der Gemeindeverwaltung vertreten werden. Ich habe nichts dagegen, dass Bauleute sich immer wieder neue Bauaufgaben ausdenken. Ich bin ja selbst so ein Baufritze. Aber dass man hier etwas zerstört, was eigentlich vollkommen intakt ist, das ist ja wieder jeglichen Sachverstand. Ne? Darüber sollte man sich mal Gedanken machen im Landkreis Gotha. Da sollte man durchaus auch mal seitens des Landrates den Damen und Herren in den Gemeinden ins Gewissen reden. Es ist ja in fast allen Gemeinden sind ja diese Bürgerhäuser entstanden mit viel, viel Geld, mit viel Fördergeldern. Und aber ich denke mal, in Gemeinden, wo entsprechende Baulichkeiten vorhanden sind, selbst wenn sie aus der Zeit dieser sogenannten DDR resultieren, sollte man diese Gebäude vorrangig nutzen, ne, bevor man sie abreißt und durch Neubauten ersetzt, die ja heute nachgewiesenermaßen in keinster Weise bautechnisch besser sind als diese Bauwerke aus jener Zeit. Ne. Hier ist einfach in den letzten 25 Jahren keinerlei Instandhaltung stattgefunden. Ja. Es gibt also undichte Stellen, es gibt Wasserschäden, ist aber alles reparabel, alles machbar. Und jetzt stellt sich jetzt echt hier die Frage, wie wir unsere Fördergelder, sprich Steuergelder im Freistaat Thüringen sinnvoll einsetzen. Ne? Also darüber sollte man sich mal Gedanken machen. So, na, hier ist auch schon ein entsprechendes Hinweisschild. Ne? Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und was wird hier gemacht? Hier wird etwas. Schauen wir mal. Ausführung Fenster und so weiter, bla bla bla. Also das ist offensichtlich noch von der letzten Instandhaltung oder Instandsetzung. Und der Kollege, der hier die Planung und Bauüberwachung gemacht hat, wenn der Name mich nicht täuscht. Ja, ist ein alter Ex-Kollege von mir. Ne? Also das war ist ein guter Architekt und der hätte sicherlich noch die eine oder andere sehr gute Idee, wie man dieses Haus retten könnte.